Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA San Andreas. Solo. Ich bin voll motiviert in die nächste Mission. Torinos Last Fly. Carl, it's Woozy. I've got some information for you. Hey, Woozy, what's the business? My man found that van you were looking for by the helipad downtown. And Torino? Yep, he's there. Apparently he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Holler back if you hear something. Torino steckt vorhin in einem Platz in der Nähe einer Helikopter. Du musst ihn aufhalten. Alles klar. Dann holen wir. Lord. Please, I'm trying to drive. Okay, wenn es so ist und da zwei tote Polizisten einfach mal so lang. Dann habe ich kein Problem damit. Ach ja, ich habe jetzt eine andere Waffe, stimmt. Wenn ich einen Raketenwerfer bekommen würde, wäre es geil. Stimmt, ich habe meine Waffen alle verloren, das habe ich ja ganz vergessen. Aber bis ich mir die wieder zusammen kaufe, mache ich erstmal so weiter. Andy Tech macht das hier auch gerade. Okay. Oh Gott. Oh la la. Oh la la. Okay. Oh Gott. Hebt jetzt ab. Yep. Raketenwerfer, wo? Okay, Raketenwerfer unter K. Das begrüße ich. Aber erstmal quasi laufen, laufen, laufen und fahren. Es ging ja nochmal gut. So. Erstmal eine Geheimabzweigung hier lang. Ab zum Freeway hat's geheißen. Dann gehen wir jetzt zum Freeway. So. Hier ist der beschissene Heli. So, schießen wir ein Boah. So, erstmal nochmal verfolgen. Ich muss den erst überholen. Sehe ich schon kommen. Ach nee, genau dann muss er wieder wenden. Der muss aber treffen. Jawohl. So, komm, steig auf. Okay, Torino ist auch tot, oder so? Es ging schnell. Das liegt daran, weil ich so gut drauf bin gerade. Unglaublich, aber wahr. Es läuft, es läuft, es läuft, meine Herren. Und meine Damen. Ja, falls welche zuschauen. Was ich aber nicht glaube. Wenn nicht, wenn doch, schreibt es mir in die Kommentare. So. Alles klar, erstmal dick speichern. Und auf den Anruf warten. Was haben wir hier? The cash is leaving Los Santos again. Sagen wir mal zu. Sagen wir mal zu. Ich will nämlich wissen, was hier Großartiges passiert. Ich weiß nämlich selber nicht mehr. Und da wir die erste Mission so schnell erledigt haben, machen wir mal einen schönen, schönen, langen Roadtrip. Wie es aussehen wird. So. Okay. Ich folge einfach mal der Eisenbahnspur. Oder? Nee. Komm, ich fahre auf den Freeway. Ist dann doch geschickter. Okay. Erstmal nachdenken, wo wir so hinfahren könnten. So.
Jawohl, Speed aufnehmen und gleich nach rechts. Oder in ein Auto fahren, genau. Aber jetzt nehme ich mir das Auto hier besser. Get a vehicle up now. Okay. Okay, und ab geht's weiter hier. In diese Richtung. Mal auf die Karte gucken. Okay, die werden so fahren. Das heißt, ich mache mir den Wegpunkt hier. Okay, okay. Okay, ich glaube, ich muss erstmal hier lang. So. Bis ich da drüben bin, sind die auch dort und dann treffen wir uns wahrscheinlich bei der Autobahn dort. Schätze ich mal. Mal schauen, was wir mit diesem Kuriergeld machen können. Und ob das nur einmalig ist oder öfters, das weiß ich nämlich eben nicht. Ist ja das Blöde dran. Das weiß ich eben nicht mehr. Aber wir werden sicher bald erfahren. So. Na, erstmal fett rechts überholen. Okay. Wohin als nächstes? Okay, immer der Straße nach hier. Alles klar, verstanden. Gut. Immer schön überholen, immer. Und am besten gleich wieder rechts überholen. Weil ich's einfach kann. So. Oh, geiler Slide, komm schon. Oh, da hätte ich auch langfahren können. Naja, who cares? Einfach diese Strecke lang zu fahren ist auch lustig. Und dann irgendwo rein zu crashen. Das hat auch Stil. So, erstmal fett aus dem Auto krallen. Und dann nehmen wir dieses. Ich hoffe, der brennt. Ah, er fährt weiter, das ist gut. Gut, der müsste auch bald explodieren, da unten, oder? Oder doch nicht? Okay, alles klar. Wie auch immer. Oh Gott. Ah, krass. Bisschen witzig. Aber krass. Wo sind die denn? Wo fahren die denn hin? Die sind da oben. Ich drehe wieder um. Ich muss hier ja umdrehen. Die sind irgendwo da drüben. Okay. Ich muss aufpassen und warten. So. Oh Gott, ich bin überschlagen. Boah, wie oft ich mich überschlagen muss, ne? Das ist Wahnsinn. Alles klar, nächstes Auto. Oh oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Lauf einfach, Karl. Okay, dem Auto ist nicht viel passiert hier. Das ist okay. Dann fahren wir weiter. So. Gut, 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 gut. Die sind da drüben. Noch. Aber auf jeden Fall mal hier zur Brücke. Dann fahre ich den Gangstern mal entgegen. Würde ich jetzt sagen. Wenn die Kurier auf Motorradrennen unterwegs sind, dann ist es easy peasy. Sonst wird es ein bisschen critical. Okay, sind da oben. Noch. Rammen den Kurier, um das Geld zu erbeuten. Alles klar. Oh,
Okay, Geld. Sehr schön, Geld, Geld, Geld. Kann ich den Kurier auch ausschalten? Aber geil. So. Ich verfolge den mal weiter. Wir haben ja nichts zu verlieren. Diese Angelegenheit. Okay. Der flieht jetzt ein bisschen. Glaube ich. Habe ich das Gefühl. Egal. Den holen wir schon noch. Nochmal zumindest. Dann schießen wir mal ein bisschen drauf. Dann passt das schon. Oder? Gute Frage. Ja, jetzt schießt er auf mich. Boah. Okay. Ich habe dem Kurier Geld gestohlen. Was war's denn noch? Okay. Wir verfolgen weiter den Kurier. Mal gucken, wo er hingeht. Mal gucken, wo er hinfährt. Und verschwindet. Mal gucken, man weiß es ja nicht. Ich auch nicht, noch nicht. Alle dürften schon einiges an guter Ware haben, wenn die so schwer bewaffnet sind. Schnapp dir das Geld. Welches Geld? Wo ist das? Scheiße. Okay. Dann probieren wir es nochmal weiter. Ich möchte die gern ausschalten, beziehungsweise gern übernehmen, das Auto. Ja, wie auch immer. Ich möchte es auch verfolgen, ein bisschen. Wo könnte es noch hinfahren? Fährt links, jawohl. Okay. Ah, you asshole, my shit. Okay. Oh oh, oh oh. Oh. Boah. Oh mein, du heilige Kackkopf. Alter. Oh, Geld. Nicht in die Flamme gehen, CJ. Nicht in die Flamme. Nicht in die Flamme. Braver CJ. Sehr brav. Okay. Gut. Sorry. Ja, klar. Jetzt speichern wir nochmal. Ich würde vorher vorschlagen, dass wir nochmal das ein oder andere Schutzwestelchen holen. Ein Schutzwestelchen reicht eh schon. So. Aber erstmal halt in die Richtung weiter düsen. Mit dem ZR350. Der ziemlich geil ist in der Kurve. Und mein Lieblingswagen auch war, immer und immer noch ist. Bei San Andreas, keine Ahnung warum. Weil du den, ja, ich glaube einfach, weil du den Infernus zu oft bekommst. Ah, nicht so oft bekommst wie den ZR350. Also war das immer mein Lieblingsauto. Aber trotzdem, Infernus ist auch geil. So, erstmal die Schutzweste holen. Das war jetzt im Moment sehr wichtig. Und
Bam, steigen wir wieder ein. Okay. Und wieder hoch. Oder auch nicht. Komm schon, Zeta 350, du hast eh so viele PS. Du schaffst es hoch. Oder auch nicht. Enttäusch mich nicht. Erstmal so schräg anfahren. Ja. Gut. Ich habe nichts gesagt. Wir holen uns jetzt den nächsten Wagen. Also nicht den nächsten Wagen. Wir gehen jetzt quasi zur nächsten Mission über, sofern wir gleich mal speichern können. Komm schon, CJ, spring nochmal. Gut. Alles klar, gespeichert ist gespeichert und weiter geht's. Yay, kabumbum. Carl! You're a fucking hero down in that list. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little asshole tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Okay. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Oh yeah, hold on, Mama. Bestückte Auto und von der Bombenwerkstatt ab. Okay. Machen wir. Solange ich nicht zu viel schießen muss nachher. Weil ich habe nicht so viele Sachen. Sagen wir so, nicht so viele hochwertige Waffen, die mehr Damage machen als wie sonst was. Ah, naja, jetzt habe ich mal einen Stern, das ist ziemlich scheiße. Muss ich erstmal loswerden. Das geht jetzt ziemlich easy peasy normalerweise. Dann haben wir das Problem eh nicht mehr. So. Bam, bam, bam. Okay. Dann driven wir mal da runter. Und zeigen mal den Typen, was wir dann an Driving Skills haben. Also da oben ist die Bombe zum Abbruch. Okay. Ja, ja, hup, hup. Hey man, is it ready? Oh. She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. Okay. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Pack das Auto im Crack Labor. Wait a second. Willst du mir sagen? Nein. Da unten bei der Fahrschule. Oh. Okay. Ich habe doch ein ungutes Gefühl bei der Sache, dass ich zu wenig ausgerüstet bin. Verdammt. Naja, wie auch immer. Versuchen wir es mal so. Meine SMG-Skills sind so geil, von dem her. Müsste es gehen. Das Auto lässt sich ja auch steuern wie Sau, hey. Unglaublich. Schaut geil aus, aber ist so scheiße zu fahren. Das bricht sofort aus. Alter, das fährt sich wie ein Panzer. Das ist krass, ja. Du wirst das Teil auch schnell. Ja, und es bricht schon wieder aus. Klar. Okay.
Okay. Kein Problem. Ja, das stimmt. Ja, ja. Zurück in das Auto. Alles klar. Gut, dass es mir so angezeigt wird. Okay. Alles klar, wohin muss ich das packen? Wir müssen die Rampe um in das Crack. Oh. Pack es out in der Nähe der Chemikalien. Okay. This ain't no parking lot. Okay. Oh, raus hier. Einfach nur laufen am besten. Das überlebe ich schon. Das überlebe ich schon. Einfach nur raus. Bam, 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 bam. Flüchte durch das Haupttor. Okay. Okay. Sind noch irgendwas Böses? Okay. No problema. Ja, dann. Oh, sie haben das Tor geschlossen. Ah, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Fahr mit dem Auto hinab und spring über die Mauer. Alles klar. Okay, das ist no problemo. No problemo. Na, wo ist es? If you are here. Okay. So. Ich hoffe, das geht sich aus. Fuck. Das geht sich eben nicht aus. War geil. Weg, 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 weg. Such dir ein anderes Auto und damit vom Gelände zu springen. Lol. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis, danke fürs Zusehen und spielt schon brav weiter.